Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe der Fortnite News. Es gibt gerade richtig coole Neuigkeiten, und zwar hat Fortnite gerade eben den neuen Solo-Showdown-Modus veröffentlicht. Das ist eine Art Ranked-Modus, also ein kompetitiver Modus, ein Competitive-Mode, in dem man gegeneinander antritt, quasi Ranked-Games spielt. Das Ganze gibt es nur im Solo und man tritt quasi gegen 99 andere Leute an und versucht in insgesamt 50 Matches eine möglichst gute Wertung hinzubekommen. Das heißt also, möglichst viele Games dort zu gewinnen, beziehungsweise gut platziert zu sein. Ihr seht schon, ich bin hier gerade in-game und ich kann unten mal auf Solo-Showdown klicken. Und da seht ihr schon hier, der neue Modus ist jetzt verfügbar für begrenzte Zeit. Das Ganze geht bis zum 21. Ich werde gleich nochmal genau alles ausführlich zeigen. Und ihr habt jetzt quasi bis zum 21. Mai Zeit, 50 Solo-Games zu spielen. Die gehen alle in die Wertung rein. Wenn ihr danach weiterspielt, gehen die erstmal nicht in die Wertung rein. Das Ganze startet jetzt schon, es ist gerade jetzt eben live gegangen. Ihr könnt es also auch schon direkt spielen. Was es da alles so für Regeln und Preise gibt, das werde ich euch jetzt nochmal ausführlicher zeigen. Dafür bin ich mal hier auf der Website von Epic Games mit den Patch Notes zum neuen Solo Showdown Modus. Ihr seht schon, hier wird das Ganze mal kurz vorgestellt. Das Ganze hat nämlich einen, ja, fast Turniercharakter. Es gibt nämlich Belohnungen, also quasi Preise zu gewinnen. Für die ersten 100 Plätze, seht ihr hier, gibt es Belohnungen im Bereich von 50.000 bis 7.500 V-Bucks. Also schon ordentlich viele V-Bucks zu gewinnen. Außerdem erhalten alle Leute, die mindestens 50 Spiele in diesem neuen Solo Competitive Modus gespielt haben, ein einzigartiges Spray-Motiv, also ein Spray, was ihr halt irgendwo hinsprühen könnt. Das bekommt ihr wirklich nur, wenn ihr die 50 Spiele in diesem Modus gespielt habt. Ihr habt dafür bis zum 21. Zeit. Das heißt also, man kann jetzt in 3-4 Tagen locker diese 50 Spiele entspannt spielen. Und es gibt auch ein paar Regeln, die ich mal ganz kurz hier zeigen werde. Und zwar handelt es sich bei dem Modus wirklich um einen ganz normalen Solo-Modus. Das heißt, es gibt keine Veränderungen im Vergleich zum normalen Solo-Modus. Ihr spielt also einfach eure ganz normale Solo-Runde. Und je nachdem, wie gut ihr da performt, also wie gut ihr abschneidet am Ende, welchen Platz ihr in jedem Spiel erreicht, desto mehr Punkte bekommt ihr. Es gibt eine ganz simple Punktewertung. Ich scroll mal kurz runter, da seht ihr die. Für die ersten 9 Plätze gibt es relativ viele Punkte, von 100 bis 65 Punkte, gestaffelt immer weiter nach unten. Und von Platz 10 bis Platz 100 senken sich die Punkte dann alle 10 Stufen um jeweils 5 herab, bis dann nur noch man mit Platz 100 25 Punkte bekommt. Die Wertung ist also nur auf die Platzierung ausgelegt, was ich ein bisschen schade finde, denn das fördert natürlich das Campen. Das heißt also, die ganzen Leute werden sich eher verstecken und warten, bis sie ins Endgame kommen. Das, ja, fördert halt wirklich nur, dass man campt und nicht so aggressiv spielt, was ich ein bisschen schade finde. Also ich fände es besser, wenn Kills auch noch belohnt werden, denn sonst lohnt es sich ja gar nicht zu kämpfen. Ja, man riskiert nur, dass man irgendwie stirbt, und die meisten Leute werden einfach versuchen, ins Endgame zu kommen, um einen möglichst guten Platz zu erreichen, was ja in dem Fall auch logisch ist. Ich meine, das ist ja quasi so gefordert von Epic Games, dass man das so macht. Das finde ich ein bisschen schade, aber generell finde ich den Charakter erstmal cool, dass man so ein Turnier, so einen Competitive-Charakter hat, also wirklich auf eine Rangliste spielen, dass man versucht, dort in die Besten der Bestenliste zu kommen. Um am Wettbewerb teilnehmen zu können und damit auch die Preise gewinnen zu können, müsst ihr nicht nur die 50 Spiele gespielt haben, sondern ihr müsst außerdem noch 16 Jahre alt sein. Ich denke aber eher, das wird so gesetzliche Grundlagen haben. Außerdem müsst ihr natürlich die aktuelle Fortnite-Lizenz akzeptiert haben, also die Lizenzvereinbarung. Das hat eigentlich jeder, der sich das Spiel in letzter Zeit runtergeladen hat, beziehungsweise auf Epic Games mal eingeloggt hat. Außerdem müsste euer Konto, euer Epic Games Konto, mindestens am 15. Mai erstellt worden sein, also vor 2 Tagen. Und dann müsst ihr eigentlich noch die 50 Spiele absolvieren und dort gut abschneiden, dass ihr so viele Spiele wie nur irgendwie möglich gewinnt, viele Punkte bekommt und ja, dann hoffentlich auch in der Wertung gut dabei seid, dass ihr vielleicht sogar hier ein paar der Preise absahnen könnt. Außerdem steht natürlich in den Regeln noch drin, dass Epic Games Mitarbeiter und Angehörige nicht an dem Event teilnehmen dürfen. Und ja, sie haben natürlich hier unten noch so ein paar Klauseln, wo sie sagen, dass sie auch Leute, die beleidigen oder hacken und so weiter, natürlich vom Wettbewerb ausschließen können. Also ganz normale Standardprozedur in dem Fall. Das wäre es erstmal jetzt hier zu den groben Regeln von dem Event. Mich würde mal interessieren, was ihr so von dem Ganzen haltet. Also, wie findet ihr es, dass Fortnite jetzt so ein einmaliges Event macht, wo man wirklich im Solo-Mode gegeneinander antreten kann und wirklich zeigen kann, hey, wer ist der Beste? Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass es aktuell nur auf die Platzierung geht und nicht auf die Kills, weil das ist eine Sache, die wir schon in sehr vielen Turnieren gesehen haben, dass, wenn es so eine Wertung gibt, in jedem Battle Royale-Game, dass das dann nur dazu führt, dass die Leute warten, um ins Endgame zu kommen, um einfach nur zu überleben, sich irgendwo verstecken, irgendwo in den Busch oder in irgendeinem ein Haus hocken und manchmal sogar ohne Waffe oder sonstiges, einfach nur halt, um gut Punkte zu bekommen. Das finde ich halt ein bisschen schade, und da hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht überlegt davor gehen.
hin und sagen, hey, wir belohnen auch das, ja, gute Spielen, das aggressive Spielen, denn jemand, der halt nur rumsitzt und wartet und meinetwegen am Ende Zweiter wird jedes Mal, nur weil er halt irgendwie sich versteckt hat die ganze Zeit, das hat ja im Endeffekt nichts mehr mit Skill zu tun. Das ist halt relativ langweilig dann. Ich werde jetzt mal ein paar Runden spielen. Ihr könnt mir ja gerne auch euren ersten Eindruck und eure ersten Erlebnisse davon mal in den Kommentaren berichten. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich wünsche euch auch noch ganz viel Glück und Erfolg dabei. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr gut abschneidet und dass ihr gute Matches habt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Auflösung des Ganzen folgt dann am 21. bzw. danach dann. Und ja, ich springe jetzt erstmal in die ersten Games rein. Wünsche euch noch ganz viel Glück und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.